Die Landtagswahl in Bayern hat der CSU historische Verluste beschert. Nun gibt es einen Führungswechsel. Nur ein Jahr nach dem Sturz von Partei- und Regierungschef Edmund Stoiber wirft der CSU-Vorsitzende Erwin Huber das Handtuch. Bundesminister Horst Seehofer soll die Partei in die Bundestagswahl führen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf weitere Ämter. Derjenige, der die Landesliste anführt, ist in der Regel der Parteivorsitzende, beziehungsweise der Parteivorsitzende hat immer die Landesliste angeführt. Und ich verrate natürlich kein Geheimnis, dass die CSU-Landesgruppe in Horst Seehofer auch den künftigen Parteivorsitzenden nach dem Parteitag am 25. Oktober hinaus sieht. Die Herausforderung für Seehofer ist groß. Im heimischen Bayern ist die CSU auf absolute Mehrheiten abonniert. Nun braucht sie dort einen Koalitionspartner und nicht zuletzt einen neuen Stil. Die Aufgabe, für die ich jetzt kandidieren werde, zum zweiten Mal am 25. Oktober, ist eine sehr, sehr große, verantwortungsvolle. Es geht schlicht und einfach darum, die Christlich-Soziale Union in ihrem Mythos, in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Erfolgsgeschichte der letzten fast 5 Jahrzehnte zu stabilisieren, Verlorenes zurückzugewinnen und die Anforderungen der Zukunft einer modernen, frischen Volkspartei zu erfüllen. Spätestens bis zur Europawahl im Juni will die CSU auf die Beine gekommen sein. Da braucht sie bundesweit mehr als 5% der Stimmen, um wieder ins Parlament einzuziehen.